Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Es ist ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber ich weiß noch ganz genau, dass wir unserem Freund Sebastian versprochen haben, mit seiner Schwester zu gehen, die irgendwo am Arsch der Welt wohnt, offensichtlich. Diesen Weg hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Deswegen würde ich den vielleicht tatsächlich gehen. Wir könnten bis nach hier und von dort aus dann weiter. Aber wir wollen die Karte ja auch ein bisschen erkunden. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen die Karte lang. Mikrofon habe ich übrigens wieder umgestellt. So ein bisschen, leiser gedreht, aber trotzdem wieder den Voice Enhancer benutzt. Weil das war doch ein bisschen leise und dumpf. Ohne, habe ich das Gefühl. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was jetzt besser war. Ich denke, es ist beides annehmbar. Ist halt nur ein Headset-Mikro, ne? Aber ist dafür sehr gut. Wir müssen nur 2,5 Kilometer laufen. Das hält sich ja voll in Grenzen. Wait, das hat Bim gemacht. In die Richtung, an der Brücke bestimmt. Ah. Hogsmeade. Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. Vorher dürfen wir nicht raus, okay. Interessant. Gut, dass wir den Weg hier genommen haben und nicht die Schnellreise. Revelio. Eigentlich müssen wir jetzt alle 25 Meter Revelio raushauen. Sonst müssen wir zum Beispiel auch Sachen wie diese Kiste hier verpassen. Und das wollen wir nicht. Ein Reittier wäre noch gut, ne? Also wie ein Besen, bloß halt zum Reiten. Ohne zu schweben dabei. Das wäre optimal. Schild. Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft. Da fanden also die Kutschen wahrscheinlich lang, weil hier ist ja auch der Bahnhof da oben. Wir müssen zum Bahnhof hoch. Scheiße. Wir müssen da eigentlich hoch. Zack, Akio. Hogsmeade-Station. Ich hab's doch gerade schon Bing machen gehört. Ja, irgendwelche Seiten, die rumflattern. Da drinnen, davor. Erstmal schön über die Gleise, kommt der eh nur einmal im Jahr in Zug. Fahrkartenschalter im Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubereiministerin Otterline Gamble eine Dampflokomotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurden viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massentarnungszauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Warum haben die nicht, weil der Zug getarnt wird, oder... warum haben wir nicht einfach Zauberer den Bahnhof gebaut? Ich meine, kommen wir da nicht rein. Aber ich meine, die Zauberer könnten doch eigentlich auch, oder? Nein, ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was die Tasche, also? Sie zappelt. Was ist da drin? Doch keiner. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich Wenn muss du meine wohl... Zeit verschwendest. Au! Ich würde niemals kratzt, ihre Zeit... Er hat mich gekratzt. Komm schon, du Kleiner. Hat nicht meine Ratte komm, im schon, Griff. Bist du? Wenn ich deine Ratte erwische, ist er sie ist tot. Hast du Ratte. Tot. Und jetzt raus. Ich schwöre ich. Amateur. Der Ratte beschissen. Revelio. So viel gab es hier anscheinend doch gar nicht. Ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr. Aber anscheinend nicht. Außer den Händler, den wir noch nicht kennen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Obwohl er mir irgendwie doch bekannt vorkommt. Doch, den kennen wir schon. Wir brauchen alle drei, ne? Ich kaufe als einmal eine Alraune. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und eine Venimus Tentacula und dann müssen wir alle drei gleichzeitig einsetzen. Es war mir ein Vergnügen.
auch spaßig, alle drei gleichzeitig ein. Eine Prüfung kann mehr sein. Rebellion. Ich weiß allerdings nicht, was hier die Prüfung sein soll. Probieren wir es aus. Taucht auf. Okay. Relativ einfach, wenn es wieder so ist, wie das letzte Mal. Incendio. Sorry. Contrinco. Da auch bitte. Damit wäre das erledigt. Juhu. Ding-plong. Über einfach. Gefällt mir. Ein Feuer machen und gut ist. Ein unbeschränkter Bahnübergang ohne Andreaskreuze. Und wieder hinten. Ach hier. Einfach nur ein bisschen Mondstein. So, und dann direkt an den Bahnschwellen lang. Okay. Verrückt, dieser Zauberer. Laufen wir doch einfach hier lang. Revelio. Da unten sind magische Tierwesen. Bist du des Wahnsinns? Ich wollte auf die Mauer draufklettern. Bisschen selbstmordgefährdet, der junge Mann. Oh, guck mal, eine Brücke, da springe ich runter. Vielleicht hätte ich jetzt noch einen Trank nehmen können, das wirkt irgendwie fast so, ne? Revelio. Weit weg noch. Ja, den hier machen. Im Flug eigentlich machen müssen, während ich runterfalle. Die kennen wir noch nicht. Die sehen neu aus irgendwie. Fangen wir mal ein, hä? Wenn wir schon mal da sind. Ja, bauen wir kurz um. Ja, dem Leviosa fliegt raus. Das fliegt rein. Also hier. Hier. Arresto Momento. Komm her. Das Glück, Professor Hauen, nie. Doch, doch. Einpacken. So schnell sind die ja gar nicht. Eine bräuchten wir noch. Revelio. So direkt noch eine. Arresto Momento. So. Hui. Blimp. Ich pass auf dich auf. Ich habe damit direkt noch eine mitgenommen. Sehr schön. Oh, da ist angeblich auch eine Gruft hier unten, ne? Können wir da jetzt rein? Und wenn wir schon mal da sind. Sebastians Schwester hält bestimmt noch ein paar Tage durch. Das ist ja nichts. Ist da nicht nachtragen. Kommen wir da nicht rein. Da müssten wir erst noch ein paar Demigeist sammeln. Niu.
einfach als Aufzug benutzen, den Besen. Ganz nice. Rebellion. Noch was? Nicht identifiziertes legendäres Outfit. Das nehme ich auf jeden Fall. Da unten wäre noch eine Gruft. Min. Wenn wir schon mal da sind. Nicht B. 3. Yep. Sieht irgendwie sehr verschlossen aus. Sieht sehr verschlossen aus. Das sieht irgendwie sehr nach außen, wenn wir damit reinkommen. Levioso. Levioso. Aha. Kein Rätsel ist zu schwer für mich. Ich glaube, es ist Leviosa. Vingadium Leviosa. Und jetzt? Levioso. Jetzt ist er auf. Interessant. Das sollte ich unter Rebellion. Na gut, wer weiß, was jetzt hier noch für Rätsel drin kommen. Excuse me. Warum werde ich direkt wieder ausgespuckt? Rebellion. Ich werde ernsthaft direkt wieder ausgespuckt, ne? Ich kann nichts machen. Ja, ne, ich bin doch auf der richtigen Seite jetzt, oder? Ne, hey, hier geht's raus. Hä? Oder? Ja, das ist mir zu abgefahren hier. Ich verpiss mich. Wir haben schon 500 Meter zurückgelegt, immerhin. Wir wurden erst 4-mal abgelenkt oder so. Also alles easy. Ach hier. Im Inventarplatz, ne? Prüfung Merlins, das wäre da schon. Wäre schon nice. Haben noch genug Kraut. Rebellion. Wir Lumos noch irgendwo. Lumos. Nicht. Lumos war schon mal richtig, aber ich muss die bestimmt irgendwo hinbringen. Oder noch mehr holen. Werden leider auch gar nicht markiert. Okay, das sieht auch sehr nach Prüfungsgedöns aus. Lumos. Ah. Hier unten waren noch welche.
Da war auch noch irgendjemand. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Expelliarm, Confringo, Defingo. Du, das war's mit dir. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. So. Der will das nichts mehr. Komm ich da jetzt wieder hoch, bitte? Oh. Hallo, Homura. Mein Knuddelmuff, den können wir da nicht lassen. Den können wir da auf jeden Fall nicht lassen. Ah, doch, hier gerade schon. Sei frei. Ich habe leider schon genug Knuddelmuffs. Ja, sei einfach frei. Das ist okay für mich. Ja, das ist ja noch eine Prüfung, Merlins immer. Hören die irgendwie überhaupt zusammen? Lumos. Hallo? Da sind noch mal welche. Frage ist, ist hier unten noch was oder oben? Ich habe jetzt die falschen zueinander gebracht. Das normale Glühwürmchen? Lumos. Die normalen. Langweilig. Hier, die packen wir jetzt auf jeden Fall mal noch ein. Aber wo müssen die hin, ne? Die mussten wahrscheinlich nach da. Ich habe wahrscheinlich genau einmal falsch verteilt. Irgendwie wieder hochkommen. Hm. An sich ist die Aufgabe ja nicht schwierig. Du musst nur wissen, wo die hin müssen. Lumos. Da. Da wäre selbst Merlin stolz. Sehr schön. Wunderbar, hoch um abzuholen müssen wir ja gar nicht. Und hier die große Kugel kriegen wir runter. Haut haben wir noch. Mein Inventarplatz ist immer sehr wichtig. Von daher perfekt, dass wir es mitnehmen. Konnte ich letztes Mal nicht gescheit bewegen, gell? Dabei etwas besser. Die Arkeo ist nicht so hilfreich. Probieren wir es mit Wingardium. Wingardium Leviosa. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Das war super easy, Merlin. Zack. Schon drei von den Rätseln heute gelöst, wa? Läuft ja wie im Schnürchen. Eigentlich müssen wir nach oben. New. Da oben ist noch eine Prüfung.
Langsam artet das hier aber auch an Arbeit aus, ne? Ich weiß nicht genau was, aber wir werden es rausfinden. Malvenkraut haben wir anscheinend noch jede Menge. Lebt das da hinten? Das ist ein Drache. Na, ja, das schauen wir uns besser gleich an. Revelio. Das sind die Kugeln, oder? Ja, wo müssen die hin? Da hoch. Und da hoch. Okay. Oh. Mit einer an. Da. Ingardium Leviosa. Nicht runterfallen. Es ging mit. Holen Sie erstmal hoch einfach. Hoppala. Wingardium Leviosa. Irgendwie das Gefühl habe, dass die gar nicht dafür gedacht waren. Weil da noch mehr sind. Hm. Voila. Waren die dann gedacht? Oh, ist hier viel. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ja, was ich ja alles unterwegs mitnehmen muss. Na gut, die Schnellreise haben wir ja. Ins Ort müssen wir eigentlich nicht. Schnellreise haben wir. Wenn wir uns jederzeit dann... Revelio. Angucken, die Örtchen. Da oben ist noch. Da unten ist noch. Dann holen wir erstmal die von da hinten. Leviosa. Mal mitkommen, bitte. La, la, la. Weiter, 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 weiter. So, einmal hier. Hey. Sind noch nicht da. Jetzt. Einmal ein solchen bitte. Fehlt noch ein Ort. Ein echter Drache da drüben, oder? Revelio. So ein Heckenlabyrinth oder was? Hier hätten wir jetzt noch. Aber die Kugeln, wo sind die Kugeln? Oh shit, das wären die Kugeln dafür gewesen. Mann. Ich bin einfach zu schlau für dieses Spiel. Kugeln da trotzdem rausgekriegt. Das heißt, das waren die für die, die an der Seite waren für da. Das heißt, es müssten hinten bei dem, wo wir es gerade eingesetzt haben, müssten noch welche sein. Revelio. Irgendwo. Wo auch immer. Da. Das sind nur Büsche, ne? Hier irgendwo welche sein. Da. Wingardium Leviosa. Mal mitkommen, bitte. Hallo? Da runter. Zack. Gelöst. Damit wäre das. Sehr schön. 4 Stück schon gelöst.
bin sogar ein bisschen beeindruckt, dass wir überhaupt so viel Malvenkraut dabei haben. Okay, dann gucken wir mal nach diesem Ding da vorne. Ja, wir haben sogar weniger Strecke als vorher gemacht. Wie ging das nochmal mit diesem Heckendöns? Mit den Folgen oder was? Dann. Die weichen nicht vor mir zurück. Ne? Also wenn ich mich hier hinstelle, dann. Oh. Höchstlaterne. Ja. Sage ich nicht. Nein, ne? Was war das denn? Interessant. Liegt das einfach so am Straßenrand? Da oben wäre noch eine Gruft. Komplett hochklettern ist man nicht. Wenn der arme Sebastian erwartet. Da ist bestimmt ein Questlager später. Wie das aussieht. Das ist für die Eingangsmechanismen da drüben, würde ich behaupten. Grundstein haben wir eigentlich eh genug. Ich bin, ihr werdet überfahren, wenn der Zug kommt, ne? Das ist euch schon bewusst. Wingardium Leviosa, Descendo. Expelliarmus, Constrictus, Defendus. Easy. Manni. Du bist widerlich. Manni, hallo? Selber widerlich. Unverschämtheit. Revelio. Aber ich glaube, es lohnt sich. Also es sieht auch schon geil aus, hier lang zu laufen. Ne? Mit der kleinen Mauer, da links der Zug. Lohnt sich, hier lang zu laufen. Auch allein schon, weil man hier die Gegend mal ein bisschen kennenlernt. Noch mehr Mondstein. Voilà. Eins und Q ist ein Unterschied, sollte ich mir merken. Noch eine Prüfung, Merlins. Hui. Ah, stell dich nicht so an. Evankraut, haben wir denn alles gekauft? Haben wir so viel angebaut? Okay, es gibt Steine, was kann ich mit denen machen? Irgendwie nach Defindo aus, würde ich behaupten. Okay, einfach kaputt machen. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Krasse Prüfung. Aber das ist schon wieder 1 von 10 war, haben wir definitiv einen neuen, Bonus fürs Inventar bekommen. Wir uns nur gleich abholen. Wir können oben an der Bahnschiene weiterlaufen. Oh. Ich trenne jetzt eh von der Bahnschiene. Revelio. Straßenköder.
Peliam, Konfrinko, Defindo. Denk gar nicht mal an die Basiszauber, ne? So, da will ich auch noch nichts durchsuchen, aber die Schnellreise, die will ich. Da drin. Zentrales Tal von Hogwarts. Okay. Revelio. Wenn wir jetzt von hier ich drin sind ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Und hier Geld rumliegt, muss ich das natürlich. Das ist klar. Bin ich nicht sicher, aber gegen einen Drachen möchte ich ganz sicher nicht kämpfen. Ja, gegen Drachen nicht kämpfen. Excellent. Stell dich mal nicht so an. Wasserköder sind echt nur Kanonenfutter, ne? Noch eine Prüfung Merlins. Ach du Scheiße. Ich muss dran denken, diese Folge die Prüfung Merlins zu nennen. New. Revelio. Okay, ist wieder so eine Feuerprüfung. Komm, trink. Jetzt war auch noch einer. Da wäre selbst Merlin stolz. Ja. Ich bin mir sicher, er schaut gerade so und ist stolz. So viele. Ja, dann kriege ich auch ein gutes Thumbnail mit so einem Merlin da drauf hin. Revelio. Vorne gibt es noch einen neuen Händler, den wir noch nicht kennen. Gucken, was der verkauft. Ein Kobold. Doch, das ist der mit dem Schauen Karren. Sie sich doch einfach mal um. Den kennen wir doch schon. Ich habe gerade so viel rausgehauen. Sie werden sicher zufrieden sein. Guck mal, der hat auch die Kampfwerkzeuge. Danke fürs Vorbeischauen. Bitte, bitte, immer gerne. Ja, ja, immer. Ja, hier waren wir jetzt schon mal. Aber wir müssen ja trotzdem noch einen etwas anderen Weg langlaufen. Weißt du was, bevor jetzt unser Inventar gleich wieder voll ist, holen wir uns das doch gleich mal kurz. Herausforderungen. Rundungen. Hier. Mehr Platz für Ausrüstung. Oh, da gibt es ja noch richtig viele offensichtlich. Ja? Annähernd alle. So wie es aussieht. Sebastian, halte durch, ich komme. War ein riesigen Tagesmarsch für dich. Revelio. Entschuldigung. What? Haut er einfach ab? Er hat wohl Angst vor mir. Offensichtlich. Haut er einfach ab. Frechheit. War aber denn hier so? Was genau? Kann man dir helfen? Bist du ein Geist? Sind hier ockerfarbene Quidditch-Handschuhe? Na komm her. Sagt, nicht mal einen richtigen Zauber für verwendet. So unbedeutend bist du. Zack. Ich würde ja gerne die Pflanzen einsetzen, aber gegen Straßenköter. Alter, nicht so, ne? Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Revelio.
Ach, war das gerade schon eine Duellherausforderung? Okay. Ich weiß gar nicht, was die Herausforderung war. Ich habe sie einfach abgeschlossen. Auch sehr nach einer Prüfung Merlins aus. Hey. Die sieht aus, als hätten wir die noch nicht gemacht, oder? Ach, das sieht nach diesen Schmetterlingen aus, den Glühwürmchen, was auch immer. Ja, ja. Easy, wenn wir uns wieder Lumos drauflegen. Geht das jetzt nur nachts? Nee. Nicht nur nachts. Lumos. Dann kommt mal mit. Da sind auch noch. Die hier. Wahrscheinlich nachts einfach besser zu sehen. Aber an sich ist es egal. Da drüben. Lumos. Also die wir bis jetzt hier hatten, sind schon relativ einfache Rätsel, ne? Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Sehr schön. So, von denen gibt es ja anscheinend doch Unmengen. Dann bleiben wir jetzt halt hier oben. Revelio. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass da eine Kiste drunter ist. Der anderen Seite kommen wir dran. Wir hatten schon mal unter einer Brücke eine Kiste. Manni. Da ist noch eine Gruft, aber in die gucken wir jetzt nicht. Wer hier wohl gelebt hat. Da ist noch viel mehr als eine Gruft. Revelio. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Probleiste da unten noch aufzuwerten. Und soll ich euch was verraten? Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.